herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Hoffentlich hat das was gebracht, dass die Aufnahme etwas flüssiger vonstatten geht. Aber naja, werden wir sehen, werden wir sehen. Ah, da steht noch einer, ja. Okay. Verkehrte Waffe. Ja, habe ich dich doch noch erwischt oder was, Junge? Scheint so, ne? Ah, Junge. Ruhe im Karton. Bisschen leise ja gerade. So. Ja, ihr wisst noch, wo wir da standen und ich sagte, ja, wir gehen dann später mal zu euch. Naja. Ah, ich erinnere mich, wie es weitergeht. Nächste Mission wird erstmal geladen. Juhu. Ach, ja. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. So, wir wollen dann nochmal gucken. Irgendwie muss das einstellungstechnisch noch besser gehen hier. So, nochmal in den Einstellungen geschraubt. Versuchen wir es mal wieder. Also, ich weiß auch nicht. Läuft das echt nur auf einem Kern und dann auch noch beschissen, oder? Ist das irgendwie merkwürdig? Dass wir da hier auf Maximieren gehen, irgendwie, dass ich hier Vollbild kriege. Ja, geil, und dann tut er mir dabei. Yeah. Echt schade, dass das nicht besser zum Laufen zu kriegen ist hier. Naja. Ruhe. Na komm, trau dich, Junge. Ich weiß, dass du hochkommst. Doch nicht? Ha, dann kommst du halt nicht und ich schieß dich ab, Junge. So geht's natürlich auch. Gar keine Frage. So. Haben wir hier irgendwas? Nö, ist noch verdammt dunkel, ne? Einfach nur dunkel. Okay. Erstmal nachladen. Oh, dann kommt mal ran hier. Ah!
bisschen dieser Schniegel hier. Ist oft Munition drin, deswegen zerballer ich die. Aber manchmal ist es halt auch einfach nur Trap. Ich mag die Shotgun und ich habe die Munition dafür, also. Ja, Alter, leck mir am Arsch, ey. Das auf Kopfhörer, ey. Bah. Ich ahne was. Oder das kommt später. Das kommt später. Ja, wo bist du denn? Ach, da. Da waren welche Fragen, Jungs? Schuldig, im Sinne der Anklage. Das war dann die Todesstrafe, würde ich mal sagen. Man kann immer nur zweimal schießen, das ist das Dumme an dem tollen Teil, ne? Ich muss die Beretta-Ammo mal ein bisschen usen, ja? Machen wir auch. The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. So. Was geht, Jungs? Was geht? Ah, ich weiß, was kommt. Bankenüberfall. Alter, leck mir am Arsch. Verpiss dich, Junge. Hier kommt das jüngste Gericht. Bin ich. Na komm, wir probieren es mal mit dieser tollen Shotgun zu arbeiten hier. Ah. Verpiss dich, Junge. Nee, das wird nichts. Ich nehme die andere. Ich brauche ein bisschen mehr Durchschlagskraft und Nachladegeschwindigkeit. Alter, das ist aber mal gut hier. Oder was? Ihr habt wohl Eier am Wandern. Los hier, Mensch. Ah, noch einer. Was? We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. So. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Aber über kurz oder lang werde ich mich doch mal für den Deutsch-Patch umentscheiden, weil irgendwie ist das doof, wenn man die Story nicht versteht, finde ich. Hier gab es eigentlich irgendwo Painkiller, oder? Ach ja. Brauche ich gar nicht. Finde ich geil. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, jo. The crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Ich speichere das jetzt hier mal und dann machen wir erstmal Deutsch-Patch rein, ja.
herzlich willkommen zurück. Jetzt erstmal wieder maximieren hier beim Task Manager, damit ich Vollbild kriege. So, jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen in unserer Sprache hier, in unserer Heimatsprache. Dafür aber halt ohne Widescreen Patch. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm ohne. Hätte schlimmer sein können, ne? So. Mal, glaube ich, wieder zurücklaufen, ne? Irgendwie so war das doch. Scheint mir so zu sein, ja. Ja, genau. Und hier geht es jetzt nochmal zur Sache. Etwas. Ja, ich habe keine 60 FPS, aber die Grafikkarte wird nur zu 20% ausgenutzt. Also so viel zu eurem tollen Intel-Gedöns, ja. Er läuft bei 4 GHz. Ihr wollt dann noch verarschen oder was? Ah. Kommt jetzt die Granate geflogen? Genau. Da bin ich früher immer mal gestorben, ab und zu. Man braucht die Painkiller auch, ey. Sonst kommt man ja gar nicht sauber durch. Das ist echt teilweise brutal, ja. Ja, kann ein bisschen Munition verschwenden, aber ja, gar keine drin, ne? Naja. So. Bäh! Stehen bleiben! Max! Himmel, fast hätte ich auf dich geschossen! Alex, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was zum Teufel ist hier los? Hier liegen ja mehr Tote rum als im Leichenschauhaus. Ein bewaffneter Überfall. Ein Tunnel durch die alte Mauer des Bahnhofs, direkt in den Tresorraum der Bank. Hast du deshalb... Ist das Lupinos Ding? Das war Lupino? Lupinos Männer? Bist du sicher? Du hast einen Riecher für den richtigen Ort. Kommst du da durch? Nein, ist abgeschlossen. Wir müssen hier raus. Wenn das Lupino ist, dann... Alex? Alex! Ich finde die Übersetzung ehrlich gesagt gar nicht mal so miserabel. Ich konnte nichts mehr tun. Er war tot. Die leeren Augen blickten mich anklagend an. So übel ist sie eigentlich gar nicht. Ah, hier, Junge. Geht mir mal nicht auf den Sack, Freunde. Werde ich sauer hier. Kohle, oh yeah. So. Ich sollte mehr Beretta benutzen, anscheinend. Oh shit. Alles reinpumpen, was ich habe. Einfach. Da. Ah. Na ah, komm schon, feige Sau. Oh. Irgendwelche Fragen, Junge? Theoretisch hoch. Hier gibt es nochmal Painkiller. So viel kann ich gar nicht mitnehmen. So viel gibt es hier. Junge, Junge, Junge. Das ist auch geil, wie er so gegenhaut, wenn ich hier E drücke. Nimm mal eine Cola raus hier. Tja, hier gibt es ja nichts.
Ach ja, man muss ja den Knopf hier drin irgendwo drücken, ne? Ja, hier direkt daneben. So. Ab dafür. Mission erledigt. In den letzten 3 Jahren hatte mir Alex den Rücken freigehalten. Jetzt wusste ich nicht, was ich fühlen sollte. Er war irgendwie auf etwas Großes gestoßen und war Jack Lupino am Ende auf die Zehen getreten. Wer den Anfang auch gerne auf Deutsch sehen möchte, braucht nur Bescheid geben. Lupino führte seine Geschäfte, Sex, Drogen und Mord auf Bestellung, aus einem schäbigen Hotel in einem noch schäbigeren Wohnblock. Das NYPD kam näher. Ich konnte die Sirenen hören. Das Heulen, ein infernalisches Crescendo. Lupino dachte, er könnte uns hochgehen lassen, indem er Alex umbrachte und mich als Schuldigen zurückließ. Alles, was er erreicht hatte, war meine Aufmerksamkeit. Ich ging zuerst zum Hotel. Ein heruntergekommener alter Schuppen mit flackernden Lampen und ausgeblichenen Farben. Billigen Kriminellen und Nutten mit müden Augen. Ich ging einfach rein, ganz wie Bogart. So wie ich es schon 100 Mal vorher gemacht hatte. Der Schuppen wurde von ein paar aalglatten Ganoven geführt. Grinsende Haifische, die Finito-Brüder. Ladies and Gentlemen, hier kommt die 7. Plage. Max Payne in the ass. Ich lach mich tot. Habt ihr euch das ausgedacht oder irgendein Säufer von da unten? Nicht antworten. War eine rhetorische Frage. Ich hab was für den Boss. Ist Lupino hier irgendwo? Das hängt davon ab, wer das wissen will. Ein Freund oder ein abgefuckter Spitzel. Nicht antworten. Das war eine, rhetorische Frage. Lupino ist nicht hier, aber er sagt Bye-Bye. Lupino war nicht in dem billigen Hotel. Stattdessen traf ich die Finito-Brüder. Meine Tarnung war aufgeflogen. Die Türen schlugen hinter mir zu. Der Kugelhagel prasselte auf mich wie Regentropfen. Du wirst langsam lästig. Sogar verdammt lästig. Verdammter Spitzel. Ich hab für dich ein Ticket, Sache. Ja, das ist hart hier. Aber schaffbar. Ein Brief auf dem Schreibtisch fiel mir auf. Schnell speichern hier. Chefs? Ja. Alles in Ordnung? Keine Chefs? Zeit für. Ja, komm, trau dich. Seid ihr okay da drin? Traut euch. Sie antworten nicht. Traut euch. Sie soll schnell kommen. Okay, aber wir können nicht warten. Wir müssen da jetzt rein. Kommt Chefs? Doch. Wir kommen rein. Es ist hey. Pisser, ja. So. Einmal erst hatte ich Lupino getroffen. Der Gangster ließ seine Geschäfte von seiner rechten Hand, Vinnie Cognetti, führen. Cognetti war ein nervöser Jammerlappen, immer überspannt, immer kurz vor dem Zusammenbruch. Er hatte das Zeug dazu, den Laden zu führen, aber ihm fehlte der Mumm. Er zog immer den Kürzeren und ließ seinen Frust an minderjährigen Junkies und Callgirls aus. Der Lidl steigt in eurem Hotel. Jacks Worte waren, Zitat, Vinnie, dafür bist du verantwortlich, Zitat Ende. Rico Muerte kommt zur Überwachung. Sollte etwas schiefgehen, seid ihr alle Geschichte. Das gilt für euch doppelt. Behandelt mir der Mann gut, gebt ihm alles, was er will. Wart bloß keinen Mist oder ihr seid finito, finitos. Ein Valkyr-Deal bedeutete zusätzlichen Schutz und viele nervöse Gorillas, denen der Finger am Abzug juckte. Ich hatte nichts kommen sehen, aber das bedeutete nicht, dass es nicht schon dort war. Rico Muerte war ein wirklicher Kaiser Sussi, eine Legende, die man erzählt, damit die Vasallen spuren. 313. Die Finitos hatten Muertes Zimmernummer auf den Rand der Nachricht notiert. Oh, wie man gesehen hat, sah der 598 Mausfall hier so deutlich besser aus. Also so toll ist dieser Widescreen-Catch nicht. Ja, und wie gesagt, wer Lust hat, den Anfang auch nochmal richtig auf Deutsch zu sehen, ist kein Problem, dann spiele ich es quasi gerne nochmal. Ja, weiteres im nächsten Part, würde ich mal sagen. Und er nimmt weiter auf, es ist so genial. Ist doch ein Graus, dass sich das so bescheiden aufnehmen lässt.